Ja, der letzte Tag, also gestern, war wieder sehr rohköstlich geprägt, war im Endeffekt Rohkost, allerdings mit einem etwas anderen Frühstück. Also ich werde gleich sehen, wenn das Food Diary losgeht. Ansonsten die Gluteninfo des Tages. Heute, wenn du Zöliakie hast, dann darfst du im Flugzeug ein extra Gepäckstück mitnehmen. Du musst allerdings nachweisen und sagen, dass du Zöliakie hast und dieses extra Gepäckstück ist dann deine glutenfreie Ernährung, die du selber mitnehmen kannst. Aber du darfst ein extra Gepäckstück mitnehmen, wo die glutenfreie Ernährung drin ist. Immerhin. Ein guter Morgen kann natürlich nur beginnen mit einem. Oh, was ist denn jetzt? Das ist ja gar kein Smoothie. Es muss sein, und zwar habe ich die Nacht durchgemacht oder fast durchgemacht, weil ja, aufgrund ja, beruflicher Sachen. Und ja, entsprechend habe ich jetzt ja, eine Coca-Cola. Die brauche ich jetzt, weil ich brauche den absoluten Kick. Sonst Guarana reicht nicht aus. Mein Herz muss pochen, mein Herz muss wehtun, es muss schlagen. Ich brauche Zucker. Eine Coca-Cola zum Frühstück. Shame! So, jetzt werde ich, man weiß nicht, wie viel Bananen ich esse, aber ich habe schon relativ Appetit, werde jetzt hier Bananen essen. Jetzt tue ich mir wegen Nährstoffen noch ein bisschen was reinziehen. Ja, gehen wir mal kurz durch. Also unten sind halt der Buchweizen drin und ein Hanfsamen. Dazu halt Moringa, Gerstengras, Weizengras, Kelbalgen, Chlorella-Algen. Dazu noch ein bisschen Neempulver, ein bisschen Ginsengpulver, MSM-Pulver. Dann habe ich heute das erste Mal Bentonit rein gemacht. Das wird irgendein neues Pulver. Muss ich mich noch informieren, was das ist, aber erstmal reintun. Und dann Grünkohl, Spinat, Banane, Apfel, Birne, Rotbeete und Rotbeeteblätter. Genau, das war's.